Das Wiener Stadt- und Landesarchiv. In ihm befinden sich Dokumente, die die bewegte Geschichte einer ganzen Stadt erzählen. Hier kann man in alten Amtsakten stöbern, vergangene Gemeinderatssitzungen mitverfolgen oder einen verstorbenen Urgroßvater ausforschen. Wir suchen den Namen Fitz Victor und das ist nach Familiennamen geordnet. A bis H, J bis Z, das sind die Vornamen. Victor, schauen wir, 1254. Schachtel 1254. Also wir haben hier gelagert die historischen Wiener Meldeunterlagen. Meldezettel, eigentlich nach dem Gesetz hätten sie nach 30 Jahren skartiert werden können, also vernichtet. Und weil die eigentliche Aufgabe der Meldezettel war die, festzustellen, wo jemand aktuell derzeit wohnt. Aber wir haben gesagt, ist zu schade zum Wegschmeißen, gebt es uns. Und darum sind die heute bei uns gelagert. Und wie sich gezeigt hat, wird das noch sehr viel gebraucht. Von Erbenforschern, Familienforschern auf nachweisrechtlicher Grundlagen. So, das sollte jetzt drin sein. Karl Clemens, ja. Victor Fitz. Und da haben wir schon. Am 22. November 1948 ist er verstorben. Mit einem alten Meldezettel findet man in der Regel auch eine Verlassenschaftsabhandlung. Darin wird das Erbe eines Verstorbenen geregelt. Falls ich ein Glück habe, weil es ja wirklich spät im Jahr ist, ist er vielleicht auf der letzten oder vorletzten Seite. Und so wie es ausschaut, ist er wirklich auf der letzten. Habe da den Eintrag wiederum mit Fitz Victor. Das Sterbedatum passt, ist der 22.11.48. Somit tue ich mir ganz einfach nur mehr die Aktenzahl notieren. So, es sind hier grobe Angaben verzeichnet. Suche natürlich wiederum den genauen Lagerort, heißt, ich brauche 14a 689 aus 48. Es müsste sich, falls der Akt vorhanden ist, in diesem Behälter befinden. So. 89, 89. Er befindet sich am richtigen Platz und es ist die richtige Person. Unzählige Dokumente geben Auskunft über Personen, die in vergangenen Jahrhunderten in Wien gelebt oder gearbeitet haben. Für Forscher ist das Archiv deshalb eine wahre Fundgrube. Ich forsche über Beethoven und die Musiker, die Orchestermusiker, die mit Beethoven zum ersten Mal seine Sinfonien, Opern und so weiter gespielt haben. Ich habe schon über 400 Musiker geforscht in diesem Archiv. Ja. Bei dem Projekt, das ich als ehrenamtlicher Mitarbeiter zu unterstützen versuche, geht es um die Ermittlung der Lebensdaten von in Wien tätig gewesenen Baumeistern und Architekten. Und hier im Haus findet man in den verschiedensten Beständen Anhaltspunkte zu den Lebensdaten dieser Personen. Ich suche nach biografischen Informationen zu Musikern, zu Komponisten. Ich heiße eigentlich Miss Marple of Musicology. Und das sind so Krimis, die ich dann lösen, Rätseln. Wo sucht man? Also Totenbeschauprotokolle und dann die Verlassenschaftsabhandlungen und Konskriptionsbögen. Und dann lernt man, wie findet man fehlende Daten zu wichtigen Menschen aus der Vergangenheit, die eigentlich ja nie geforscht worden sind. Neben Meldezetteln, Verlassenschaftsabhandlungen oder Konskriptionsbögen sind auch alte Totenbeschauprotokolle wichtige Bestandteile der Familienforschung. Die Totenbeschauprotokolle sind auch eine der beliebtesten Quellen, mit denen die Familienforscher bei uns arbeiten. Die sind auch im Benutzersaal mikroverfilmt, weil eben jeder, der zumindest die Vermutung hat, dass seine Verwandten in Wien verstorben sind, dann hier in die Bücher hineinsehen kann bis 1920. Und wenn er die Verstorbenen findet, haben wir vermutlich auch eine Verlassenschaftsabhandlung. Darin werden auch die Kinder genannt, im Idealfall. Und so kann man sich dann weiterarbeiten mit der Familiengeschichte. Benutzer können alte Dokumente anfordern und durchforsten. Ich werde nie vergessen, als ich entdeckt habe, dass die Mutter Schuberts ein uneheliches Kind hatte. Und das heißt, dass Schubert nicht das 12. Kind der Familie, er war das 13. Kind.
Und jetzt sind alle Biografien über Schubert falsch, weil die sagen immer, sogar Kapiteln mit Titeln, Schubert, das 12. Kind. Aber nein, er war das 13. Kind, mindestens von seiner Mutter. Also sobald die Bestellscheine im Benutzersaal ausgestellt wurden, werden sie dann von den Leuten, die hier im Depot vor Ort ausheben, werden sie geholt, werden geschaut, ob mit den Angaben, die im Benutzersaal ausgefüllt wurden, ob damit eine Aushebung möglich ist. Wenn ja, wird dann, so wie ich es Ihnen vorher gezeigt habe, eben anhand von Büchern zu dem Akt die dazugehörige Zahl eruiert und dann wird die Aushebung gemacht, hier im Depot. Am laufenden Band erhält das Archiv alte Dokumente aus den Wiener Magistratsabteilungen. Da kommt eine ganze LKW-Ladung von Aktenmaterial. Die Dienststelle selbst weiß nicht mehr so genau, was da so alles drinnen ist. Und es ist dann die Aufgabe der Archivare, dass sie sich das ansehen, bewerten. Und dann natürlich einer ordnungsgemäßen Lagerung zuführen. Also es kommt wirklich auf Paletten, wie man es hier sieht. Also wir versuchen immer ein vor allem konstantes Klima zu schaffen, weil es natürlich, wenn es zu Schwankungen kommt, das Papier kann sich ausdehnen oder zusammenziehen. Und das ist natürlich auch nicht günstig für das Papier. Also ein möglichst konstantes Klima bei gleicher Luftfeuchtigkeit, ohne Licht, um eine möglichst lange, problemlose Lagerung zu gewährleisten. In diesen Schachteln, ich kann mal eine rausziehen, wird kein Leim verwendet. Das ist einfach nur Karton gefaltet. Das heißt, es gibt keine Dinge, die rosten können, die irgendwie chemisch reagieren können. Da ist das Papier wirklich gesichert und geschützt. Und soll dann auf Dauer im Idealfall für die Ewigkeit aufbewahrt werden. Die richtige Lagerung macht viel aus. Schließlich befinden sich im Wiener Stadt- und Landesarchiv unbezahlbare Schätze. Hier haben wir das Wiener Eisenbuch, das Stadtrechtsbuch der Stadt Wien, in dem die Privilegien und Gesetzestexte, die relevanten und wichtigsten zur Stadt Wien festgehalten worden sind. Es beginnt noch in mittelalterlicher Handschrift, hält diverseste Privilegien fest, die der Landesfürst der Stadt Wien gewährt hat und zieht sich dann durch die Jahrhunderte, bis wir schließlich auch in die Neuzeit kommen. Und die letzte Eintragung stammt erst aus dem 18. Jahrhundert. Und man sieht auch anhand der schönen Schrift, dass das natürlich auch ein besonders wichtiges Buch ist für die Wienerinnen und Wiener und deshalb auch besonders feierlich und schön natürlich auch angefertigt wurde. Das Wiener Eisenbuch wurde vor wenigen Jahren restauriert. Restaurator Max Kraus war maßgeblich daran beteiligt. Also die Einzigartigkeit des Objekts Eisenbuch ist natürlich sein Alter, seine Bedeutung für die Geschichte der Stadt Wien, seine Funktion, die über mehrere Jahrhunderte angedauert hat und dass das Objekt in einem doch sehr guten Zustand in unsere Zeit gekommen ist. Wir hatten zwei Teile, den Einband und den Buchblock. Und das Ganze war in diesem Sinne kein Buch mehr. Wir haben uns letztlich dafür entschieden, das Buch als Buch wiederherzustellen. Das heißt, klassische buchbinderische Tätigkeit, den losen Lagenverband wieder zu heften und die Teile, die für den Einband nötig sind, zum Objekt zusammenzuführen. Einerseits ist es sehr schön, mit alten Objekten zu arbeiten. Es macht Freude, den historischen Zeitrahmen sich vorzustellen. Auf der anderen Seite sind alle Objekte gewissermaßen in den Händen des Restaurators gleichwertig zu behandeln und zu bearbeiten. Die Namen in den alten Dokumenten erzählen unzählige persönliche Geschichten. Was sehr eindrucksvoll war, wir haben zum Beispiel in der Meldekartei haben wir vier Schwestern von Sigmund Freud, die alle vier schon über 80 Jahre alt waren und 42 vom Altersheim in der Seegasse nach Theresienstadt deportiert worden sind. Und die waren alle schon über 80 Jahre alt, das muss man sich vorstellen. Ne? Die haben gar nicht mehr mitgekriegt, was passiert. Ne? Und plötzlich eine in Fieber gehen und unglaublich. Ne? Auslernen gibt es bei uns nie. Man macht ständig
neue Erfahrungen, auch beim Ausheben. Und jede Bestellung, die vom Benutzerseil kommt, ist eine andere Bestellung. Nichts ist, es wird selten für verschiedene Personen dasselbe ausgehoben. Weil jeder kommt mit seinem Anliegen persönlich her und das ist seine persönliche Sache, die er hier erledigt haben möchte, wo er Hilfestellung vom Archiv haben möchte. Das ist wirklich erregend. Vorher war dieser Musiker fast anonym, zu sagen, ja, sagt man. Und jetzt sind die lebendige, noch lebendige Musiker. Es ist wie beim Schwammerlsuch, nicht? Es ist, wenn man die berühmte Nadel im Heuhaufen gefunden hat, freut man sich natürlich. Ich habe nie Drogen genommen, aber ich denke, wenn man eine Entdeckung macht, das ist so ein Gefühl, das kann man nicht vorstellen. Dann ist man süchtig danach. Dann will man immer wieder weiter und weiter solche Entdeckungen machen.